Hallihallo, Hallöchen und willkommen zu Teil 26 in der Neverending Story. Raben Junk Journal Labbook Koffer von Helsing Reiseset im Designteam Funkelkram. Jo, heute schmücken wir das Ding mal ein bisschen aus, ne? Und ich hätte da gern noch so ein Schildchen mit rein. Da hatte ich ja ein Stückchen von dem schwarzen Karton, die Rosenbordüre und das Schildchen aufeinander geklebt, ein bisschen mit Weiß schattiert und noch ein Stückchen Spitze mal rausgesucht. Und das möchte ich hier hinsetzen, weil ich finde, das sieht gut aus. Und ich finde, hier vorne muss auch was hin. Ich weiß auch nicht. Dafür hole ich mir dann erstmal das Tier. Mache ich dann erstmal so grob, so ein bisschen, wo ich dann die Spitze mal hindingern kann. So, ja. Und die muss am Rand nicht fest sein, das ist nicht nötig. Hier mache ich ein bisschen mehr hin, damit das durch die Spitze geht und dann auch wirklich pappen bleibt. Na? Ah, und ich bin heute dazu gekommen, endlich die wahnsinns vielen Kommentare mal genau durchzugehen. Ich meine, ich behalte immer den Überblick, was gerade läuft. Aber ich hatte noch keine Herzchen verteilt, noch nicht geantwortet. Und naja, war halt ein bisschen stressig in letzter Zeit. Und da dachte ich nur, jo, heute setze dich mal hin. Habe ich mir die Zeit genommen. Ich hatte da auch. Und habe die 56 Kommentare durchgearbeitet. Und währenddessen sind natürlich neue dazugekommen, war ja klar, ne? Aber ich habe es geschafft, ich bin durch, up to date und ich hoffe, das bleibt jetzt so. Jo. Jetzt, da muss ja noch jede Menge Spitze rein, ne? Aber ich will erstmal jetzt die anderen Sachen drin unterbringen. Jetzt hole ich mir die mal was vor. So. Tag bleibt noch da. Tag bleibt noch da. Tag bleibt noch da. Ecke, die nehmen wir. Dann nehmen wir direkt mal die erste hier. Die tun wir hier hin. Warum dahin? Ich weiß es nicht. Die Seite ist gerade hier auf. Dann tun wir sie dahin. Zaubertränke. Ah. Da braucht man sicher Zaubertränke. Und weil ich ja nicht nur will, dass man da eine Tasche nutzen kann, sondern zwei, klebe ich da doch nur am Rand fest. So. Aber wirklich, Ephemeras basteln, das ist die meiste Arbeit. So ein Buch zusammenzumachen, das geht noch relativ schnell. Aber der ganze Kleinkrempel hier, der hält auf wie bekloppt. Ich muss mir demnächst mal Zeit nehmen, für sowas auf Vorrat zu machen. Obwohl, gut. Auf Vorrat ist auch immer gut. Aber wenigstens Rohlinge. Denn ich hatte ein paar Rohlinge gemacht. Hier habe ich schon noch zwei, ne? Die mir so nicht gefallen haben. Und wenn man die mal hat, die Rohlinge, dann ist es gut. Das Ausfüllen, das geht ja dann relativ flott, ne? Die reinzukleben. Ja, doch. Den großen tun wir hier hin und den kleinen tun wir hier hin. Obwohl dahinter, wenn die Ecke jetzt klebe bleibt, da wird er doch gut. Dahinter könnte man auch eine Karte. Ja, warum nicht? Komm, da setzen wir die Karte rein. Die finde ich nämlich cool, ne? Ja. Die sieht doch total schön aus. Komm, die tun wir aber so rein. Da sieht man auch den Raben. Ja, dann haben wir das hier und da wollte ich ja eigentlich auch was reintun, ne? Ja, normalerweise, aber jetzt mache ich erstmal das. Da habe ich die Rose, ah, hier habe ich das.
siehst du mal, ich habe ja schon mehr drin, als ich dachte. Ja, ich hatte schon zwischendurch, was die macht. Da habe ich auch schon so ein bisschen. Ah, hier ist die Karte drin. Jo, klar. Hier ist die Karte. Mit dem Dingsbums zum Aufmachen. Das ist egal, hier tun wir noch die hin. Und wenn ich nicht genug habe, dann muss ich noch was machen. Versteht sich schon selbst, ne? Zu viel will ich auch nicht reindengeln, denn ich weiß ja auch nicht, was einer daraus machen will. Aber ich war jetzt schon froh. Ich meine, für mich ist es ein anderer Tag. Aber ich weiß, dass ich jetzt ein paar Tage Zeit habe, für in Ruhe meine Videos zu machen. Und das ist für mich schon mal immens viel wert, ne? So, was tue ich denn da rein? Was tue ich denn da rein? Ja, und Sprüche haben ja noch 12.000. Ja, was kommt denn da rein? Ich habe keine Ahnung. Das könnten wir auch hinterher noch mit einer Klammer festmachen. Ne? Jo, machen wir das. So. Boah, das finde ich so cool, ey, das Papier hier. Dieses Blatt da, so blau-lila mit braunen Tönen und so, das sieht aus wie frisch aus der Gruft. Gefällt mir super gut. Will ich da auch noch ein Schildchen haben? Oh, nicht unbedingt. Ich kann ja auch aus den restlichen Worten dann noch Schildchen auf Vorrat machen. Geht ja auch, ne? Kann man ja alles. So, hier will ich auch zwei Taschen draus machen. So. Zack, zack, zack. Ach, das sind ja drei Sojane. Also einmal hier und einmal hier. Jo, da stecke ich das jetzt erstmal hier hin. Da muss ich noch ein paar Karten machen. Hilft ja nix. Na? Ja. Ist so. Ah, oh, das könnte aber hier gut hingehen, ne? Oder? Ja, da haben wir aber noch einen Tasch. Das sieht auch hübsch aus. Das gefällt mir auch gut. Komm, ich hole mein Dingsbums. Ein Dingsbums. Aua. Die ist zu groß. Die ist zu groß. Ich habe aber noch welche, die sind so Mittelding. Nicht ganz groß, aber nicht ganz klein. Die ist mir zu lang. Die ist mir zu groß. Ich hab dich doch gerade gesehen. Komm raus. Ne, du bist doch eine Kleine. Jo, Mai. Dann lass, ich hab da noch ein Döschen. Ah, jetzt ist das Deck wieder runtergerutscht. Dann habe ich immer so einen Knubbel im Kreuz. Aber ohne die Deck mag ich auf dem Stuhl nicht sitzen. So, hier habe ich dann noch ein Döschen. Die habe ich nämlich noch nicht da reingeschmissen. Gut ist. So. Und dann kommst du, obwohl. Können wir auch woanders hin machen. Ja, ist egal. Komm, das passt hier.
Ich klebe es ja nicht fest ein. Ich mache nur den Umschlag so fest. Ne, hier darunter. So, das reicht. Ja. Das wird da auf eine Seite passen. Aber ich klatsche das Bild nicht zu. Aber hier. Da mache ich was hin. Da mache ich was hin. So, ich hätte ganz flächig kleben. Ja, ne? Hier der Papier ist was dünn. Ja, komm. Das kleben wir ganz flächig. Weil oben die Papierkante ist wirklich was dünn. Und dass das Dreck einreißt, das will ich ja nur auch nicht. Also kleben wir da total drauf. Jo. Schön. Gut, jetzt kommt das hier. Das. Könnten wir auch ein bisschen rausgucken lassen, ne? Ja. So ganz klein bisschen darf das Schwarz dann ruhig rausgucken. Das ist kein Problem. Hier so, das. Ja, das passt, ne? Das passt. Und dann machen wir auch, weil das ist ja ziemlich gut durch das Ecken umknicken, die festgeklebt sind, ist das ja stabilisiert. Dann haben wir da noch eine zusätzliche Tasche dahinter. Das ist schön. Ja, das gefällt mir. Wunderbar. Kann man hier? Ach, da habe ich das. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Oh, jetzt habe ich schon noch drei und noch so viel Buch übrig. Ja, das ist ein bisschen wenig, ne? Hier, da fehlt noch ein Schildchen. Da fehlt aber noch was. Da fehlt aber noch was. Das gefällt mir schon mal. Was nehmen wir da drunter? Ja. Fransen mal ein klein bisschen aus. Ja, aber nicht die Fransen im Buch. So. Mystery. Ist doch schön, ne? Aber mir ist der Stoff noch zu sauber. Da muss noch ein bisschen angerußt werden. So. Ja, da fügt es sich besser ein. Das ist schön. So, jetzt holen wir den anderen wieder. Ich weiß ja nicht mehr, wo ist von dem einen jetzt der Stopfen? Ich bin ja so ein Weltmeister im Stopfen verschlunzen. Deswegen. Oh Mann, wenn ihr sehen könntet, wie ich jetzt gerade hier sitze. Ich hatte mir die Flasche unter das Kinn geklemmt. Voll cool, ey. So, und hier tue ich auch wieder nur so mittig. Weil der Rand, der braucht nicht. Das sieht schön aus, finde ich, wenn das so ein bisschen absteht. Da muss man nicht immer so ordentlich kleben. Ist ein Junk Journal, ein Müll Journal. Von daher alles gut. Was hätte ich denn da vorne drauf? Ach so, ja, nee, da wollte ich nichts. Jo.
Das könnten wir irgendwo links hin, ne? Oder ne? Ah, das war so gemeint. Ja, so war das gemeint. Ja, gut, komm, dann machen wir das. Dann machen wir das. So. Ja, ich lasse da immer ein Stückchen Rand frei. Frag mich nicht, warum, ich finde das besser. Das ist einfach so. So. Bitte bleib so kleben. Das wäre sehr nett von you. Da fällt mir gerade was ein. Nee, da kann ich nichts hinmachen. Und hier. So. Nee, das versaut das Bild, ne? Oder? Nö. Nee, der guckt da. Was ist da wohl drin? Dann machen wir da hin. Jetzt mal eben. All die 100.000 Papierstreifen. Dann mache ich den. Ah, da ist mein Stopfen. Haha, ich habe ihn wieder gefunden. So, da tue ich nämlich auch irgendwo da rein. Ich habe keine Ahnung, was. Aber die ganze Box ist ja noch voll mit Schnipsel. Und Streifen. Und Gedöns. Und da fällt mir bestimmt noch was ein. So, und da tue ich ein bisschen hier rein. Weil, ja, warum weiß ich nicht. Das ist halt so. Ja, weil das so ist. So, jetzt gucke ich mal. Ich habe hier noch die Karten. Die könnte man da zwei Stück reinmachen. Ja, die sind alle auf der Seite, ne? Ja. Dann nehmen wir hier. Den könnten wir ja so rum. Hier vorne rein. Ja. Ne? Oh, das ist aber knapp. Stelle ich gerade fest. Das ist aber echt knapp. Haha. Das ist wirklich knapp. Okay, da tun wir da halt Text hin. Auch gut. Und für Text zu machen, habe ich auch noch Gedöns. So, das hier. Ah ja, der hatte ich ja nur eingehangen. So. Boah, das finde ich so schön, hier mit den Wolken, da das Bild. Finde ich toll. Den könnte ich. Jo, so. Und dann könnte ich da noch eine Karte reinschieben. Ja, entweder von hinten, also von da oder von oben. Ich glaube, ich mache von oben. Ja. Dann muss ich mir gleich mal noch schwarzen Karton holen. Damit ich auch die große Karte für da rein machen kann, ne? Ah ja, mit dem Ärmel rein, wa? Dann, jetzt mache ich aber so lange der Kleber zu. Besser ist das. Dann geht das mal kurz auf Seite. Schön liegen bleiben. Und hier habe ich doch sicher noch einen, ja. Tatsächlich einen habe ich noch. Und ansonsten dünne Papiere. Oh, ja, toll. Hier runter.
Ja, das ist blöd hier mit dem Kleberand. Aber irgendwie muss man ja abmachen, ne? Das ist halt bei einem Block so. Ja, ich sollte da aber vielleicht auch mal messen. Das wäre ja auch nicht verkehrt, ne? So, warte mal. Das sind hier. Bleib bitte kleben. Nicht abgehen. Schön draufbleiben. Danke. Dann machen wir das. Muss hier vom Rand weg. Hier vom Rand weg. Da sagen wir 8. Ja. Da sind wir auf der sicheren Seite. 8 cm breit und 18 hoch. 8 breit und 18 hoch. Gut. Jetzt ist du wieder auf Seite, bleib schön da liegen. Und ja, gut, das können wir machen. 8 breit. Fühlt sich ja dick an. Sind doch 2. Schrotze doch. Ich dachte schon, wieso ist der auf einmal so dick? 8 breit. Und dann schauen wir mal eben, 18 darf er hoch sein. 18. Wo ist mein Bleistift? Hier. Das reicht, das sehe ich. Ja, doch, sehe ich. So, da kommt hier hin. Die unteren Ecken, die runden wir ab. Mit dem 7 mm Gedöns. Und oben das mache ich mit meiner Schere Nut oder Hubbel? Hubbel, ne? Das mache ich anderes. Jo. Wenn ich mich jetzt doch anders entscheiden sollte, ich glaube, das geht hier dann noch. Ja, ne, geht nicht. Es ist halt so. So, das ist auch schon mal schön. Jo. Jetzt hätte ich das hier ein bisschen geinkt. Ein bisschen Nebelschleier. Was ich schon da drauf mache, habe ich schon noch keine Ahnung, aber pff, mein Gott, wen interessiert das? Hauptsache, das ist erstmal die Farbe drauf. Und jetzt sehen wir wieder das Ganze mal so ein klein bisschen. Schauen wir mal. Hier. Könnte schon mal drauf, aber da hätte ich gern. Oh, das sieht aber hübsch aus. Das sieht aber echt hübsch aus. Das macht sich gut auf dem schwarzen Karnierbuch hier oben hinsetzen, ne? Ja, könnte ich auch. Ich tue immer, was ich nicht kann, um zu lernen, wie man das macht. Vincent van Gogh. Das finde ich gut. Du, hier ist weg. Den will ich hier hin haben.
Und nehme ich jetzt das oder nehme ich das? Ich glaube fast, ich nehme das. Ja. Und ja. Also wie man sieht, das ist keine große Kunst, da irgendwas drauf zu zaubern. Man nimmt das, was man hat, klatscht aufeinander und fertig. Mehr ist es nicht. Echt nicht. Es ist halt, gerade der Kleinkram, der hält so auf, ne? Das zeitintensivste von dem ganzen Ding. Jo. Schön, das gefällt mir. Müssen wir noch ein bisschen Schwarz am Rand, damit sich ein klein bisschen absetzt. Und dann machen wir noch ein bisschen mehr Nebel. Ja, dann ist das hier schon mal soweit klar. Und der trocknet ja klar auf, von daher ist das kein Problem. Ich mache jetzt nur dünn. Das reicht, um die Spitze zum Halten zu bringen. Da. Boah, klebt. So, und den möchte ich aber auch ein bisschen angerußt haben. So, ich habe heute frohen Leichnam. Ihr habt ja schon Montag. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Feiertag und auch ein tolles Wochenende. Bei uns wollte heute ein Gewitter aufziehen. Boah, ich habe ja bald einen Affen gekriegt. Ich dachte, ey, jetzt mach nicht. Mein Computer ist gerade ein Video am Rendern, ne? Das ist das, was ihr morgen zu sehen bekommt. Also für euch Freitag. So will ich das dann. Und dann noch die zwei Ü-Post. Ach, siehst du, jetzt kann ich ja die Dinge einbauen. Die liegen ja auch noch darum. So. Und das hätte ich eigentlich ganz gern da drauf. Ganz gern. Aber auch wieder mit. Ja. Auch wieder mit ein bisschen Stoff. Dafür habe ich schon die Reste von dem Stoff. Dadurch so noch mit verbrate. Aber wir hatten Glück gehabt, dass die Witter ist. Ist sie gewesen, aber nicht hier, da ist vorbeigezogen. Die meisten Witter ziehen ja hier vorbei, da haben wir wirklich Glück. Jo, das sieht doch cool aus, ey, das mache ich. Da ist schon wieder Kleber rausgekommen. Mann, oh Mann, oh Mann. Der hatte aber auch was von eilig. So, Klebstoff weg. So. Ja, hier ein bisschen höher. Jo, das passt. Das Ink war noch was schwarz. Das war Papier, ne? Boah, ich weiß das nie. Wenn dann hier gerade hinten drauf noch so ein Druck ist von der Folie, die man abziehen kann bei den Stickern, die haben ja auch schon mit der Schutzfolie aufgeklebt, weil ich dachte, das ist Papier. Ja, pff, Pech gehabt. Ist halt so.
So. Zack. Ich habe gerade einen Schweißausbruch. Mir ist viel zu warm. Oh. Dabei ist es hier oben ja nicht so warm. Hier fehlt aber noch was, ne? Da fehlt noch irgendwas. Irgendwas. Jo. Was macht man denn da dran? Moment. Gucken wir mal hier. Da. Ich mache mir ein Herz ab. Ich sage immer, das sind Herzen. Da klebe ich jetzt dahin. Das kommt dahin. Das ist gut. Das ist okay. Zack, sieht doch schon ganz anders aus. So. Lass uns noch was weiter oben. Ja, und dann kann man das hier auch noch füllen mit. Ich habe keine Ahnung. Was wollte ich noch? Das könnte ich noch mit einbauen. Ich finde das gut. Es passt nicht so ganz, aber das passt auch irgendwo noch. Aber das ist verdammt breit, ne? Ja. Ansonsten, wo das auch gut zu passen würde, ich will ja noch ein Gorgeous Gothic machen. So richtig düster. Ja, Gorgeous kann auch düster. Das lege ich mir dafür weg. Das ist noch besser. Halt, da könnte hier hin. So. Jo. Ja, hier habe ich ja schon allerhand Gedöns dran. Das ist gut. Ja, jetzt fehlen aber noch ein paar Sachen, ne? Hier zum Beispiel, da kann ein Schild hin. Ein Schild. Magie. Magie ist immer gut. Komm, wir nehmen die Magie und die setzen wir auf so ein Stöffchen. Und dann hängen wir da ein Herzchen dran, oder? Oder nur das Stöffchen? Und das wird schmal. Bin ich dann da? Denn wenn ich das. Ja, ne, da hängt zu weit runter. Das mache ich so. Das mache ich so. Kurz drauf gepappt. Und dann schneiden wir das ein bisschen zurecht. So, dass er einen weißen Rand kriegt. Das heißt, das ist ja gar kein richtig weiß. Das ist ja eher so Creme, ne?
Muss ja nicht perfekt sein. Ich arbeite nämlich nicht ordentlich. Nein. Auch wenn jeder meint, oh, du schneidest so gerade, das ist schief. Das ist absolut schief. Echt. Aber ich finde das nicht schlimm. Gut, wenn zu schief ist, dann richtet mich auf. Ne? Da fehlt aber noch was. Das will ich nicht. Da fehlt aber noch irgendwas. Da fehlt noch was. Ich habe die Idee. Okay. Jetzt kommst du erstmal da drauf. So. Möglichst gerade. Gut. Das ist mal gerade hier noch. Oh, und ich habe dann auch hier die schwarzen Steinchen. Bleib drauf, dort. Und da der so schnell anzieht, nehme ich den. Junge, weil ich die Nadel hier schon benutzt habe. Nicht nur um die Löcher zu machen. Oh, andersrum. So. Wie man sieht, setze ich damit auch gern die Steine auf, weil die so schön dünn ist. Oh, und beim Resin benutze ich sie auch, um die Luftblasen rauszumachen aus dem Zeug. Die ist nämlich so schön dünn, da kann man prima mit reingehen. So. Mein Bauch brummt die ganze Zeit. Ich weiß ja nicht warum. Ja, jo, ich habe noch keinen Abendessen. Aber ich habe irgendwie keinen Bock. Es hungert mich nicht. Och, jo, ne? So, jetzt fehlen hier hinten noch so. So. Taschengedönse, so. Und die Perlchen, die Steinchen, die müssen jetzt erstmal gerade trocknen. Das heißt, ich mache mir da noch irgendwie so Taschen wie dünn. Ja, da haben wir doch zwei Stück. Die sind noch in etwa gleich gerissen. Die schneide ich jetzt mal ab. Und jetzt heißt es, ja, jetzt heißt es, was mache ich denn? Wie mache ich das denn jetzt? Mache ich erstmal hier. So, und wenn ich das dann hochklappe, dann habe ich das so. Ja, ist doch schon mal ganz gut. Ja, warum nicht? Und dann klappe ich das hier nämlich. Moment, da kann ich hier besser gucken. Einmal nach der Seite und dann klappe ich es zurück. Ja. Nee, das ist schief. Hast du gut gemacht. Ist immer noch schief. Hier ist die Kante. Jawohl. Jetzt habe ich sie. Jo, so geht es, so geht es.
Ja. Machen wir die Ecke mal fest. Schön bis am Rand. Schon wieder. Junge, Junge, was hat das nur zu meckern? So, und jetzt mache ich die Ecke fest. Und jo, das ist doch fein. Jetzt wird das Ganze noch ein bisschen schwarz gemacht. Ihr hört ja so, ne? Auch hier die Kante. Das ist gut. Was setze ich da drauf? Och, ich muss ja Angst da drauf setzen. Ich kann da drauf stempeln. Jetzt tue ich meinen Lieblingsstempel erstmal weg. Und da gucke ich mal. Dafür muss ich das Ding umdrehen. Ja, da der würde auch drauf passen. Komm. Ja. Ja, ich habe den nicht ordentlicher drauf gesetzt, ne? Ja, das ist aber gut. Besser als sie dachte. Kommt der direkt wieder sauber gemacht. Ja, der ist jetzt verfärbt. Das ist mir wurscht. Das ist mein Stempel. Und ein Stempel darf ruhig aussehen, als hätte man ihn nie gebraucht. Dafür sind Stempel schließlich da. Ne? Jetzt hätte ich aber gerne noch. Ich brauche einen schwarzen Stift. Ja, hier habe ich so einen schwarzen. Ist von Klaas-Marke, ist mal real. Boah, der mal doch super gut, ey. Also viel wert sind diese Glasmarker ja nicht. Ich dachte erst, das ist toll. Da kann ich auch mal an verschiedenen Gläschen. Ne, komm, hier ist weg. Was machen? Und dann macht das nichts, wenn das sich wieder abwaschen lässt. Das ist sogar gut. Aber wenn die so popelig malen, da finde ich das nicht gut. Und das war am Anfang nett, ne? Dann nehmen wir nämlich das so. Auch hier heißt es, muss nicht ordentlich sein. Hauptsache das war's. Ja, und den noch bis an den Rand. Mache ich mal wieder schwarz. Und mein Lieblingsast. So.
da. Geht doch. Da fehlt noch ein Plättchen. Dann tun wir das hin. Jo, dann ist das okay. Dann machen wir jetzt auch hier. Also okay so. Ja, reicht doch. Na, vielleicht noch ein bisschen. Ein ganz klein bisschen. Ja, zu. Und weg. Zack. Das ist doch schon mal was. Sieht doch ganz nett aus. So. Dann kleben wir das jetzt hier an der Seite zu. Und da habe ich was in die Ecke. Gut, man hätte doch anders machen können. Da hätte, 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 hätte. Ich mache es so. So, und jetzt möchte ich was anderes machen. So eine lange Tasche. Jo. Ganz genau so. Das lassen wir mal liegen. Man weiß ja nicht. Ist doch schön, ne? Jetzt würde ich das hier auch gerne so ein bisschen oder so. Ne, ist auch blöd. Ach komm, schneide mal da, bis es gut. Reicht auch. Zack. Und da will ich jetzt das sieht doch schon mal gut aus. Da seid ihr doch wieder bei der Ephemeris dabei, ne? Aber gut. Wer nicht gucken mag, der kann ja ausmachen. Hier, das ist cool, ne? Das ist cool. So, das gleich ein bisschen länger stehen, weil dann kann ich jetzt erst mal ordentlich aufkleben und dann das Überschuss hier wegschneiden. Und das ist schön, ja. So will ich das. Das ist auch gar nicht so verkehrt. Dann ist das hier unten noch direkt so ein klein bisschen verstärkt. Und hier die Spitz. Ja, warum nicht, ne? Ja, normalerweise klebe ich das mit der anderen Tube an. Oder Flasche oder wie man das auch nennt.
mit dem anderen, aber jedoch so. Der trocknet klar auf und dann ist das gut. So. So. Ich aber mit meinem so. Oh, bleib stehen. Fein. Und noch hier bin ich nicht so ordentlich, weil mir das egal ist. Nein. Das ist zu lang. Warte mal hier, warte mal hier. Komm raus. Ja, das ist hinten für den Schluss, wäre das nicht schlecht. Na, ist. Puh, passt auch nicht ganz. Ja. Ich bin kein Anführer, ich bin auch kein Mitläufer. Ich folge nur der Melodie meines Herzens. So ist es. Also auf mich bezogen jetzt, ne? Ich mache einfach nur mein Ding, basta. Ich sag nicht, ich habe Großes zu verkünden, weil ich nichts Großes zu verkünden habe. Und ich will auch nicht mit der Masse mitlaufen, auch wenn im Moment Junk Journal in ist. Aber mir macht halt einfach Spaß, die Dinger zu bauen. Ne? Merk mir ja auch. Geteilt 26, also echt. So. Aber es gibt hier auch so, die machen so die Runde, so Challenges, wo der gruppenweise gemacht wird. Ich finde das toll, ne? Keine Frage. Früher habe ich bei sowas auch schon mal mitgemacht, aber da ist mir der Druck zu groß, habe ich keinen Bock zu. Das ist nicht mein Ding. Das ist einfach nicht mein Ding. Ich meine, gut, mit Tainer hatte ich mal, na toll, jetzt hast du ja einen Schwarz gemacht. Mit Tainer hatte ich damals die Challenge mit den Ringelchen, was man damit machen kann. Und da sind mir ja doch ein paar Sachen eingefallen. Und jetzt das mit Ulrike, das ist ja. Gut, Ed macht zuerst mit dem Rosenjournal und ich mache dann hinterher. Und dann mal gucken, was dabei rauskommt, ne? Obwohl das Rosenjournal mache ich so oder so, ne? Aber da ist das Interessante, wir haben beide das gleiche Material und diese Journal werden grundsätzlich verschieden. Ed hat schon das Cover soweit fertig, habe ich gesehen, und das ist ein Traum, ne? So was würde mir gar nicht einfallen, so was so zusammenzustellen und ja, das ist einfach nicht mein Ding, ne? Nicht meine Welt. Aber ich finde das total schön, was das macht. Aber ist halt nicht meine Handschrift, ne? Ich weiß, ich werde ganz anders machen, wenn ich erst der Krempel um den Tisch habe. Oh je. Oh je. Oi, oi. Siehst du, damit könnte man auch noch was machen. Ja. Da können wir auch noch hier mitmachen. Damit machen wir auch nachher noch was. So, was mache ich denn da noch hin? Da fehlt noch was. Mein Action. Mein kleiner Lieblingsstempel. Der fehlt da noch. Mein Action. Ja.
Den möchte ich gern. Nee, andersrum, so. Sonst hilft das nichts. Ja, satt voll Farbe. So. Ach, da klebt ja immer noch, ey. Ja, ich hätte damit noch was tiefer gehen können. Naja, ist ja. Ist okay so. Hier geht es ja nicht um perfekte Stempeln, sondern einfach um zu dekorieren. Ja, das finde ich schön. So, und jetzt will ich schon noch ein großes Kuvert haben. Ich habe ja schon mal eins gemacht. Zwei. Drei. Gut. Das heißt, hier die zwei Seiten muss ich gleich schneiden. Boah, es wird echt Zeit, dass ich hier aufräume. Das Zeug kommt immer dichter. Rutscht einfach runter. Aber das wird nur noch nach und nach eingearbeitet jetzt. Das sind die Fläschchen, der Anhänger. Das die Bamsels muss ich auch noch machen. Boah. Das auch noch. Dann mache ich hier einmal so. Ja, mach ich noch ein zweites. Ist doch schön. Weil ich noch so viele Döns habe. Wunderbar. Wunderbar. Also mein Mann sagt ja auch, also er könnte sowas nicht zu so Bücher bauen. Das wäre ihm alles viel zu viel, ne? Da hinein. Aber erst. Mache ich da mein Nupsi rein. Einen kleinen schönen Nupsi. Und ich habe auch ein kleines Schild gehabt, ne? Die habe ich eben hier noch rumfliehen gehabt. Da ist sie. Ja, so ist das, wenn ich arbeite. Ist alles weg. Jetzt drehe ich mal eben die Flasche ein bisschen rum. Sonst fällt der Tropfen runter. Und dann will ich ja nachher noch hier drauf schmieren. Und hier die Seite muss ich jetzt machen. Achso, da unten ja nicht. Ach, ist ja voll runter. Ist mir doch egal. So, da ist der Tropfen. Jetzt habe ich ihn breit verteilt. Ja, das. Und hier noch. Prima. Jetzt mach ich dich mal zu. So ist prima. Fein. Fein, fein. Dieses
Ah, ich habe vergessen, Papier drunter zu tun. Ja, ich würde sagen, ich nehme einfach ein Abfallpapier, aber habe ich im Moment keins. Warum? Ich habe heute meinen Papierkorb geleert. Ihr werdet das nicht für möglich halten. Das habe ich tatsächlich getan. Ja, er war jetzt auch wirklich voll. Und weil ich sowieso schon mal dann dabei war, habe ich auch in einem meinen, das war aber nicht schön, Mülleimer geleert. Denn bei dem war es auch an der Zeit. So, ja. So, das geht hier hin. Und dann machen wir das hier auch noch. Ja, ist egal, das schneiden wir so bei. Gut. Und da bei uns mal in der gelbe Sack und mit Altpapier abgeholt wird, da ging das dann ja prima, ne? Ach Mensch, jetzt geh doch da rein. So, dille. Bis wohin geht das? Ungefähr bis hier. Na? Dass die 15 noch da ist. Zack. Jo. Das ist doch schon mal was. Wenn man jetzt stabiler will, dann muss man zwei Buchseiten aufeinander legen. Also hier unten dann zwei Buchseiten gegeneinander geklebt, noch zwei Buchseiten gegeneinander geklebt und die dann nur am Rand verbunden und für den Deckel auch zwei Buchseiten gegeneinander geklebt. Dann hat man dann ein bisschen stabiler, aber ich finde das so okay. Mir reicht das. Ist gut so. Ah ne, da können wir innen aber auch noch. Jetzt will ich da. Ich habe noch ein bisschen was davon. Ein Stück Spitze. Ne, nehmen wir das andere Ende. Da ist nämlich gerade abgeschnitten. So. Das an. Dann ist da jetzt Klebstoff, ja. Und hier noch was. Abschneiden. Nee, das ist die Bohrstelle. Das hat sich so verbogen, ne? Ein totaler Schlagweg. Das ist schön, das nehme ich.
Das nehme ich. Schneiden wir das Ende hier ab. Kommt in die Schnipselbox. Jo. Das klebe ich jetzt da auf. Und so seht ihr doch nochmal Ephemeras. Upsa. Bei dem kleinen Koffer, da kann ich euch auch dabei sein lassen. Der ist auch ein bisschen problematischer. Also der muss ich wirklich, Gott weiß wie, zuschneiden. Und ich dachte, das dürfte noch interessant sein. Deswegen werde ich da komplett mitfilmen. Ja, was heißt komplett? Also wenn ich da stundenlang Schnipsel kleb. Ich weiß nicht, ob das für euch interessant ist. Ich denke mal. Ui. Und dann kann ich mir nämlich so einen langen, kann ich mir hier hin tun. Entweder den oder einen von denen, die ich, ja doch, die ich doch wohl rauskriege. Einfach mal an Magie glauben. Oder du kannst nicht zurückgehen und den Anfang ändern, aber du kannst doch anfangen, wo du bist und das Ende ändern. Den nehmen wir. Den nehmen wir. Ja. Der wird genommen. Dann hole ich mir das jetzt mal, damit das hier unten bleibt, kann ich besser platzieren. Da ich ja immerhin zu wenig habe. Doch, das gefällt mir. Das finde ich schön. Und jetzt kommt da so ein Knöpflein drunter. Das finde ich nämlich schön da. Oder soll ich hier hinsetzen? Ja, geht auch, ne? Und. Oh, wo haben wir einen? Hier haben wir einen. Die fliegen mir immer um die Ohren und meinen immer, sie müssten da sein. Da kann ich sie auch benutzen. Die abgeschnittenen Fäden. Ich finde, oh, die Schrift, die finde ich so cool, ey. Die finde ich so cool. Ich liebe das ja, ne? Einmal. Und noch einmal und habe fertig. Einmal und wieder eine Schnipselbox. Man weiß ja nie. Und noch einmal. Jo, das ist auf Ranselig, aber ist auch egal. Und da kommt noch was drunter. Oh, ja, und da kommt der dann drauf. Optimal, ey.
Moment, das war so eine blöde Ecke, ne? Ja. Nein, bitte da rein, vielleicht brauche ich dich noch. So. Ja, und so was ist ja praktisch ein Element aus dem Kartenbasteln, ne? Setzte was so hin, setzte was so hin, da setzte was daneben und du das. Und zackig, bummisch, fertig. Das gefällt mir. Hat das darf so bleiben. Nehmen wir drunter. Da, und dann schon wieder eine Stunde voll. Das war schon mit Teil 26 und das Buch ist noch nicht fertig, ne? Schon die Spitze noch nicht eingeklebt. Ajo. Im nächsten Teil geht es weiter, ne? In diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal.